Bin zurück bei Alice Madness Returns. Ich habe zwischendurch meine Kopfhörer wechseln müssen. Die haben in der letzten Folge den Geist aufgegeben, der linke. Das war ein wenig doof. Hallo? Sie haben mein Kaninchen. Hast deine Manieren vergessen? Was wohl sonst noch? Du hast es in Rutledge zurückgelassen, meine Liebe. Das hatten wir doch schon. Beleidigt, wie üblich. Triefend vor Dünkel und wirren Vorwürfen. Ich hätte ihr Kaninchen gestohlen. Lächerlicher Vorwand. Sie ist wieder wegen des Feuers hier. Das Einzige, worüber dieses verrückte Gör sprechen will. Laut meinem Bericht starb die Familie durch einen Unglücksfall. Sie will es nicht akzeptieren, kommt immer wieder mit ihren mörderischen Erinnerungen. Will unbedingt die Wahrheit erfahren. Wahr ist aber wohl, das Feuer brach in der Bibliothek aus, als die Katze eine Lampe umstieß. Eltern und Schwester wurden oben von den Flammen eingeschlossen. Ihre Schwester Lizzie schloss nicht mal die Tür auf. Starb im Bett. Dass die Katze schuld sein soll, macht sie rasend. Sie verneint es. Das macht keinen Sinn, kann nicht sein und so weiter. Stimmt. Ich hatte von Anfang an den Eindruck, Alice sei eine Pyromanin. Sie hatte diese Fixierung auf Feuer. Als ich einmal anmerkte, dass sie selbst vielleicht eine größere Rolle bei diesem Drama gespielt hat, bekam sie eine Art psychotischen Schub. Mhm. Habe ich ihm den Kopf abgerissen? Ich wollte es. Was von meinem Hirn übrig ist, wird explodieren. Ist es verrückt, für bessere Halluzinationen zu beten? Vielleicht ist es mein Schicksal, hier zu sterben. Okay, wir sind in der echten Welt. Warum ist er auf einmal verschwunden? Weil hier ist ja eigentlich alles recht normal. Alle bewegliche Habe verschwunden. Nichts als Staub, Flecken und Tabakgestank. Keine Spur vom Bericht des Leichenbeschaus, geschweige denn vom Kaninchen. Verdammt. War jetzt der Besuch, den wir hatten, nicht echt? Ein Traum, eine Halluzination, oder ist das jetzt hier? Weil das ist ja hier der Weg, wo wir hergekommen sind. Aber das sieht schon aus, als sei es sehr lange verlassen. Und nicht als, also wäre ich da gerade ohnmächtig geworden und dann eine Minute später wieder wach geworden. Diese Sperre hält ungewünschte Gäste ab, belegt nahe, dass er schlecht verkauft hat. Gerade erst weg, schnell, hier kann ich nicht durch. Aber ich erinnere mich, dass es eine Hintertür zur Gasse gibt. Mal schauen. Ah, da ist auf jeden Fall eine Tür. Wenn wir mal kurz schauen, dass ich hier nichts Spannendes verpasse. Ach nee. Dem ist wohl nicht so. Hier vielleicht noch irgendwas. Ich bin sicher, dass ich bereits hier war, doch ist mir der Anblick nicht vertraut. Vielleicht wurde gebaut, vielleicht war es Sommer, vielleicht war ich zerstreut. Na gut, dann gehen wir wohl doch hier raus. Wobei ich immer noch nicht weiß, was passiert ist und warum es jetzt hier schneit. Natürlich. Da hat wieder eine unsichtbare Person die Tür zugemacht. Warum schneit es jetzt? Und warum ist hier der Suppen-Heinrich-Kapitän in der echten Welt? Ist es die echte Welt? Ich glaube mal nicht. Das sieht ein wenig aus, als hätte das Wunderland hier in London Einzug gehalten. Zumindest als habe ich bisher keine solchen Pilze gesehen. Ha! Jo! Da ist wohl irgendwas kaputt, ne? Ich habe natürlich keine Waffen, ich kann mich auch nicht klein machen. Und hier liegt Verfall auf dem Boden. Ja, Zug kommt.
verfluchte Verfall. Er zerstört das ganze Wunderland. Suchst du Zuflucht vor der bösen Welt? Vielleicht sehen die Dinge nur so aus, als wären sie die Hölle. Du bist kein guter Lügner. Und ich bin längst nicht so dumm. Aber eine etwas weniger katastrophale Welt wäre angenehm gewesen. Dieses komplette Desaster ist dein Werk und es wird noch schlimmer. Dein Zug folgt deinem höllischen Fahrplan. Tu etwas. Zeit wartet nicht. Die Veränderung hat eingesetzt. Dieser Zug versetzt mich in Angst und Schrecken, Katze. Such dir eine andere Aufgabe. Gibt es wirklich so wenig Hoffnung? Noch viel weniger. Und wenn die Angst dich lähmt, sind wir verloren. Das Tal der Verdammung. Ich hab Waffen. Erstmal die kleine Bitte. Haben wir noch mehr kleine? Ja, haben wir. Bums. Und es war wohl nicht mein Kopfhörer kaputt, sondern eventuell der Anschluss. Weil ich höre auf dem linken Ohr immer noch nichts. So, was wollte ich gerade sagen, bevor der Angriff begann? Ja, dass logischerweise Alice Wunderland ja in ihrem Kopf ist, ist es natürlich klar, dass es letztendlich irgendwie an ihr liegt, dass hier alles kaputt ist. Das ist natürlich jetzt insgesamt sehr viel düsterer als die bunten Level davor. Ja. Einmal an der Shisha ziehen. Ein Schritt von der London Bridge könnte meine Reise beenden. Versagen als dein Vermächtnis? Ich hoffte, du seist mutiger. So eine Pfeife. Das dürfte dann, wurde ja auch eben auch von dem Zimmermann gesagt, die Raupe könnte es wissen. Ich glaube, es geht Richtung Raupe. Ah, da will ich rüber. Drüben hat sich doch schon was bewegt, ne? Ach, guck mal. Die kleinen Ekeldinger. Also solange es nur zwei sind, da kann ich recht gut mit leben. Ich glaube, ich möchte von da oben dann mal auf dieses Zahnrad rechts. Komme ich hier so rüber? Und dann einmal hier lang. Ja, keine Erinnerung, natürlich nur eine Flasche. Kann ich von hier oben? Nein, von hier kann ich nicht schießen. Jetzt hätte ich die schon mal von hier erledigt. Kurz nochmal nach unten geschaut, da habe ich nichts vergessen. Von hier kann ich aber schießen. Angenehm. Sehr angenehm. Ein Stückchen nach vorne. So, hier alles mitgenommen. Wobei, ich erinnere mich jetzt nicht mehr komplett an die Vorlage. Ich glaube, was die Raupe in Alice geraucht hat, das war nicht unbedingt Tabak mit irgendeinem netten Aroma. Warte mal, kann man auch genau interagieren wieder. Das war, glaube ich, ein bisschen härteres Zeug. Dieser schwadige Sips scheint nur so schwache Substanz los wie dein Vertrauen in ihn. Er wird dich tragen. Vertrau mir. Ja, ich bin doch gerade schon eben einmal auf dem Rauch. Das weiß ich. Kommen jetzt immer Gegner, wenn ich an den... Naja, ich denke mal, das triggert das nur. Das hat also keine inhaltliche Bedeutung. Dass hier immer so kleine Viecher dann kommen. Alles ruckelt einmal. Ich will einmal hier rüber. Nicht so weit. Ja, da will ich auf jeden Fall einmal... rüber. Erstmal die Inne. Puh. War alles so geplant. Das Pferdchen macht viel Bums, aber ich habe das Gefühl, dass es irgendwie träger geworden ist. Mal gucken, dass ich da nicht durchkomme. Dass ich hier nichts verpasse.
Ich will gerade nicht, dass ich da drüben was verpasse, aber ich glaube, hier soll es schon lang gehen. Kann ich dich wieder von hier oben machen? Mit meinem Glück, von der Größe der Plattform kommt aber noch mehr, wenn ich da unten bin. Daran gewöhnt man sich ja irgendwann. Na, noch nix? Gut, ihr seid maximal störend. Etwa so sehr wie die Ruckler hier. So, dann geht wohl hier über die Plattform weiter. Es knallt im Hintergrund. Das Gebiet ist so groß, da liegt Zeug auf dem Boden, da hinten fällt irgendwas auseinander. Ich kann aber leider anscheinend nichts von hier angreifen. Und das hier kaputt machen? Nö. Ich glaube, ich will erst gleich da rechts rein, weil das sieht für mich aus, als geht's da oder ist da mehr. Deswegen hole ich mir erstmal hier das Zeug ab, wenn ich nicht dagegen hauen würde. Da hatte ich schon längst aufgehört zu drücken und dann kommt nochmal ein Pferdchen. Das meinte ich eben mit... Ja, ist das Leck? Man weiß es nicht. Das ist ein großer Tisch. Ist das eine neue Waffe? Ah, soeben erhalten. Aus der verrückter Hutmacher-Manufaktur. Eine T... Ach, Kanone. Schön, Kanne und Kanone, ja. Noch nie da gewesen. Mit automatischer Dampfablassdeckel. Brandneu. Der Druckmesser ist im Ziffernblatt-Design. Schießt verheerende T-Granaten. Spontan Teepartys schmeißen, ein Volltreffer. Vom Hutmacher hergestellt. Die Teekanone ist ein höchst probates Mittel bei Feindesgruppen. Ich hab's weggedrückt, die weiteren Seiten. Was macht die? Außer daneben schießen? Ah, okay. Ich glaube, die macht AOE. Hat aber ein wenig längere Nachladezeit. Gut, ich habe die Erklärung weggedrückt, habe aber das einfach das Gefühl... Oh nee, nicht der schon wieder. Das war noch daneben geschossen. Kann das da durch? Das scheint ich nicht ab... wehren zu können, was der verschießt. Ist das jetzt klug mit den Dingen? Muss ich da irgendwas durchbrechen? Au! Au. Ich will mal doch lieber auf das wechseln. Weil die andere ist mir ein bisschen zu langsam, ehrlich gesagt. Okay, teilweise komme ich da durch. Nein, der frisst mich schon wieder. Was mache ich denn dagegen? Man weiß es noch nicht. Was? Das ist aber gar nicht so... super. Okay. Ah, okay. Ich glaube, ich brauche die T-Kanone doch und kann den damit aufhalten. Ja, muss ich mal
Ich finde die halt ein bisschen sehr... Die schießt halt langsamer. Aber der war auf jeden Fall da mit seinem Feuer unten dran. Das war nicht angenehm. So, hier bekomme ich noch ein paar Herzen wieder. Das finde ich ganz gut. Und hier bröckelt es vom Boden runter. Okay, das war nur die Ankündigung, dass ich hier die Kanone bekomme. Und dass es hier wohl Feinde gibt. Und da, ja, so ein ganz großer. Das hatte ich schon rausgefunden. Oh, das hatte ich eigentlich gar nicht vor. So, ich konnte, so konnte ich zwischen den beiden wechseln. So. Okay, keine Ahnung, ob das nötig war. Ist vielleicht auch einfach eine Umgewöhnungssache. Aber da ja eben der... Okay. Achso, ne. Ja, das macht auf jeden Fall AOE. Hat nämlich die Kleine hier vorne... nicht weggemacht. Aber ich glaube, das ist der Sinn dieser Vorrichtung. Was wollte ich gerade sagen? Genau. Da ja der Hinweis kam, ich soll nie vergessen, meine Zähne auszugeben. Will ich mal kurz was schauen. Okay, die T-Kanone würde 5,25 kosten. Benutze ja mittlerweile, die Vorballklinge war ja am Anfang meine Nahkampfwaffe. Eigentlich mag ich das Steckenpferd mehr. Ist es vielleicht nur eine Umgewöhnungsfrage und ich werde die T-Kanone toll finden, wenn ich die ebenfalls aufgewertet habe, sodass ich das vielleicht so schnell wie möglich machen sollte. Allerdings habe ich jetzt eine Fernkampfwaffe auf 4. Wäre natürlich ganz nett, dann auch eine Nahkampfwaffe auf 4 aufgewertet zu haben. Ja, Alice hat Angst vor Monstern, wird da gesagt. Es ruckelt, ruckelt. Wieder so Kleinvieh. Und oben etwas größeres Vieh. Gut. Würde ich sagen, wir schauen uns aber hier einfach in der nächsten Folge an, was uns hier in der Mischung aus London und Wunderland passieren wird.